Und somit willkommen zurück zu den N64 Let's Shows auf meinem Kanal. Heute mit einem neuen Titel. Ich schau mal rein, was es ist. Es ist Pokémon Puzzle League in den Sprachen Deutsch, Französisch und dann nochmal, ja, könnte Englisch sein, ne? Wir nehmen natürlich die deutsche Version. Let's go! Puh, Pokémon Puzzle League, Erscheinungsjahr 2001. Alleine oder zu zweit könnt ihr spielen. Willkommen bei Pokémon Puzzle League. Bei dieser brandneuen Art von Pokémon-Kampf trittst du mit deinem stärksten Pokémon gegen die besten Trainer im Puzzle League Village an. Um bei Pokémon Puzzle League erfolgreich zu haben, brauchst du schnelle Finger und ein noch schnelleres Gehirn. Wahre Pokémon-Puzzle-Meister werden viele Wege entdecken, das Spiel zu spielen. Doch der Grundgedanke besteht darin, Puzzleteile abzuräumen, indem du drei oder mehr Blocks gleicher Farbe zusammenbringst. Je mehr Puzzleteile du auf einmal abräumen kannst, desto mehr Punkte erhältst du. Im Kampf gegen einen anderen Trainer kannst du mächtige Angriffe auf dessen Puzzletafel sinnen, indem du große Kombos und Skill Chains abschließt. Bei deiner Reise durch Puzzle League Village wirst du zahlreiche Herausforderungen entdecken, vom spannenden 3D-Puzzle-Mode bis zum anspruchsvollen Training in der Pokémon Puzzle Universität. Am meisten Spaß macht Pokémon Puzzle League, wenn du einen Freund mit auf dein Abenteuer nimmst. Bist du bereit für diese neue Art von Pokémon-Kämpfen? Ja, wir sind bereit. Wir starten direkt rein, Guys. Oh ja, ich freue mich sowas von. Dieses Spiel ist in der Sammlung erschienen am 15.07.2022. Wir überspringen mal hier und hier sind wir auch in Pokémon Puzzle. Hier haben wir die Einstellungen, hier kann man lernen, wie man spielt. Übungen gibt es hier, aber für uns ist es so wichtig, erstmal diese drei und ein Player Stadium. Wir schauen mal hier rein. Dafür werden nicht gesichert. Wir starten mal einfach mal, spielen wir als Geist-Gast und nehmen mal normal. Let's go. Los geht's. Und die Dinger überspringen wir auch mal. Wir wollen ja was mit Spiel sehen und nicht die Unterhaltung. Ich nehme mal Bisas. Wir treten an gegen Gary, den Erzfeind von Ash aus Alabasta. So. Aber ich muss nur erstmal wieder reinkommen hier. Mit LR können wir hier die Dinger nach oben packen. Wow. Was hält irgendwie, glaube ich, etwas, oder? Ja, den können wir noch über, aber den habe ich wieder zurückgeschraubt. Nice. Also, wir müssen einfach viele Kombos machen, damit der Gegner einen riesen Block bekommt, den er dann wieder irgendwie vernichten muss. Also, ich habe auch B gedrückt gerade. Ne, nächste Gegner ist Rocco. Nicht mal Shiki, weil er nämlich Vulpix, ja. Relativ egal, man muss einfach nur gut sein hier. So. Ich spiele übrigens mit dem Steuerkreuz. Für mich irgendwie angenehmer. Oh, schön Kombo. Wir schicken immer nur was so rüber, wenn wir hier Vierer oder höher machen. Oder wenn die von alleine runterfallen, wie jetzt schon öfters gesehen. So, um die freizuschalten, müssen wir einfach die Blöcke nebeneinander packen. Das ist eine schöne Kombo. Und kein Problem für Rocco. Schädel! Bin ich lang? Kleiner Input-Lag ist doch irgendwie merkwürdig, oder? Gerne mal eure Meinung schon in die Kommentare damit zum Spiel. Okay, Guys. Machen wir noch dritten Kampf gegen Misty.
Anton. Sie nimmt Anton. Nicht eine geile Wahl. Wow, er war ein bisschen nach oben. Kann man mehr abbauen. Ah, seht ihr, so einfach geht, kann es gehen. Und schon ist sie weg, Alter. Das ist gerade auf Modus normal. Weil leicht wäre es natürlich einfacher noch. Auch schwer noch mal schwieriger. Nice. Freut mich auf jeden Fall. Das ist ein schönes Spiel. Wir haben Quellorden erhalten. Und Stufe 4 machen wir nicht weiter. Wir schauen uns an. Einmal Kurbat. Marathon Kurbat Zeitzone. Ja, lass uns mal Zeitzone. Zeitspiel. Okay, hier können wir mal ein bisschen was einstellen. 2D, 3D. Auf normal. Schwierig, leicht. Das Level-Tempo einstellen, wie schnell das. Die Klötze wieder hochkommen. Auf normal ist sogar eine Dunkelblau dabei. Hier ist jetzt einfach das Ziel. Je länger wir aushalten, also ein Survival-Dings hier, und mehr Punkte machen, desto besser ist es. Und je mehr Combo wir machen, desto mehr Punkte gibt es auch. So. Ah, mal etwas rum. Nein, 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 das war zu weit. Zurückspulen, scheiße. Das war gerade dumm. Komm, starten wir nochmal 3D. Ist natürlich nochmal etwas ganz anderes. Nochmal viel schwieriger. Wir haben jetzt hier nur 6 Blöcke bereit und da ist eine gute Übersicht. Bei 3D geht es einmal herum. So, jetzt wollte ich eigentlich was anderes noch zeigen. Aber dazu kommt es jetzt gerade noch nicht. Ja, die Musik ändert sich auch wenn die Blöcke ziemlich weit oben sind. Wir müssen irgendwie ein 4 reinbekommen. Da. Wenn die Klangkamera die schön anhalten, Pomelo fängt an zu singen. Ich komme noch nicht mit Klammersteuerung. Muss man erstmal wieder reinkommen. Ja, einmal runter, runter, runter. Wird ja nichts gespeichert hier, die Punkte. Und das Level-Tempo erhöht sich auch mit der Zeit immer. Nein. Ich glaube auch, wenn man mehr Punkte holt, dass es dann auch schon eher höher geht. Und wir haben jetzt auf jeden Fall unseren Rekord schon mal geschafft. Oh, gekonnt ist halt gekonnt. Wir wollen ja natürlich jetzt auch noch die anderen Sachen uns anschauen. Das macht gerade so Spaß, ne? Wenn man gerade so drin ist, ey. So, ne, das ist innerhalb von 2 Minuten Zeitzone, genau. Oh. Voll das Falsche erklärt. Es sind 2 Minuten. Und in der Zeit müssen wir richtig viele Punkte holen. Also so viele Punkte wie möglich. Schön. Das war Zeitzone. So. Was ich gemeint habe, ist Marathon. Da geht's so weit wie möglich. Nimm manchmal so Level Tempo 25 Game Level leicht. Wie viele Kilometer können wir laufen? Na, da sieht man auch schon das Tempo hier. Oh Mann, ich wollte das so drehen, ey. Okay. Peter!
gleiche Prinzip wie eben, aber dass man einfach unendlich Zeit hat wirklich, bis man dann kaputt geht. Game over. Wenn man viele Punkte haben will, startet man natürlich mit Level 1. Kann ja echt voll lang. Ich weiß nicht, was so meine höchste Zeit war. Aber einige Minuten auf jeden Fall. Je besser man ist, desto höher die Zeit irgendwann. Aber ich habe jetzt schon Probleme, das alles abzubauen. Nice. Ja, immer weiter so und weiter, ne? Bis es immer nicht mehr klappt hier. Ah, da ging er schon weg. Schade. War schon ziemlich nice. Aber das gleiche auch hier, wenn man ganz fast oben ist. Unten Vierer oder höher macht, fängt Pummelluft an zu singen und die Steine bleiben eingefroren. Für eine bestimmte Zeit. 7 Sekunden sind es jetzt noch. Und in der Zeit sollte man schon schnell abbauen wieder. Dann wird man gleich überrascht, dass es auch mal 5 Level höher sind. Level 30 jetzt schon. Ich habe mit 25 angefangen. Also nach 2,5 Minuten 5 Level erhöht das Tempo. Geht ja schon. So. Reden und dann mal spielen ist richtig schwer. Gerade wenn man auch hier alles schnell machen muss. Aber wir wollen natürlich auch noch die anderen uns anschauen. Okay, 5000. Wir können auch jetzt einfach hochziehen, obwohl Pummeluff noch eingefroren hat. Ich wollte die 5000 Punkte erreichen. So. Das war dann Marathon. Kann man unendlich weit lange spielen, bis man Game Over geht. Als nächstes schauen wir uns Kurbat an. Hier ist nämlich Team Rocket am Start. Das können wir auch auf jeden Fall noch durchspielen. In Form eines Let's Plays. Natürlich hier und da alles noch durchmachen. Hier ist das Ziel, dass wir diese weiße Linie, die Klötze unter der Linie bringen müssen. Hört sich zwar einfach an, aber nach und nach wird es schwieriger. Zeit hat nichts wirklich zu sagen, keine Ahnung. Je schneller man ist, desto besser ist es. Oh, mach weiter so. Okay, dann mache ich so. Irgendwie passiert hier gerade gar nichts. Ah, wollt ihr Pikachu einfangen? Ja. Was denn? Schieben wir da runter und dann. Ich sag's, Level geschafft und wir könnten dann jetzt zu Level 2. Machen wir das noch. Oh. Man sieht, eben war die Linie schon etwas früher da und jetzt ist die gerade problematisch hier was wegzubekommen. Etwas später erscheint die. Pikachu! Ja, das ist jetzt nicht wirklich ein Kampf, oder?
Ich hoffe, dass ich einfach nur verkacke. Und die Level nicht schaffe. Dann können wir da jetzt runterschieben. Alles zack, zack, zack. Und dann ist es geschafft. Schön. Nice Sache, ne? Alles klar, los geht's. Na, wir wollen jetzt nicht weitermachen. Man kann natürlich auch immer, man kann es weiter spielen als Gast sogar. Okay, die anderen Dinger, nee, das wird wahrscheinlich nicht gespeichert. So, Puzzle Universität könnte man sein eigenes Puzzle erstellen, aber das machen wir jetzt heute nicht. Wir gehen hier rein und beginnen mit Puzzle Klasse 1. Mit dem ersten Puzzle. Oh, hier müssen wir die Puzzle lösen, die uns vorgegeben werden. Und wir haben dafür immer bestimmte Anzahl an Zügen. Jetzt hier ein Zug muss es fertig sein, damit das abgeschlossen wird. Weiter. Natürlich das erste jetzt hier sehr einfach. Immer nur meistens ein, zwei Zügen oder so, einen Block runterziehen, reinschieben oder sonst wo. Juhu. Da freut er sich, ne? Okay, mal weiter, machen wir mal so Level 26. Ist natürlich dann wieder auch etwas schwieriger. 5 Grüne. Wie könnte ein grünes passen, ja? Ah. Wer ist der Beste? Muss auch schon ein bisschen wieder nachdenken ab dem Level hier schon, ja. Aber es wird, kann noch sehr viel schwieriger werden. Das und alles noch weitere dann im Let's Play jetzt hier. Einmal das darüber und das da raus. Sehr schön. Easy peasy, guys. Ja, das war's dann auch schon mit Pokémon Puzzle League. Wir haben jetzt einmal alles uns angeschaut. Von den Einplayer-Modus. Hier könnt ihr dann zu zweit spielen gegeneinander. Puzzle-Universität, Puzzles lösen, Marathon so weit wie ihr könnt, so lange aushalten, Kurbat, die Ziellinie untermauern, Zeitspiel innerhalb von 2 Minuten waren es, glaube ich, wie viele Punkte holen und ja, die Einstellungen und so. Nice Sache, wir kehren zurück in die Spielauswahl. Das war's dann schon für heute. Ja, da hat sehr Spaß gemacht. Mal schauen, was für ein Spiel nächstes Mal erscheinen wird. Vielleicht kein Pokémon, wäre natürlich eine nice Sache dann. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, dann sage ich euch mal was hier. Bleibt fit im Shit und ciao.